Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Balance Gamer mit mir, eurem Balance. Und heute kommt schon wieder ein Star Wars Video. Und für diejenigen, die jetzt warum auch immer schon genug von Star Wars haben, demnächst kommt ein Video im Bereich Versus, was jetzt mit Star Wars zu tun hat. Allerdings möchte ich heute noch einmal ein Star Wars Video rausbringen. Und zwar stellen wir uns in dem heutigen Video die Frage: Welcher Starkiller war denn jetzt wirklich der stärkere von den beiden? War es tatsächlich der Starkiller aus The Force Unleashed 1, was warum auch immer die populärste Meinung ist? Oder ist es doch der Starkiller aus The Force Unleashed 2? Diese Frage werden wir uns in dem heutigen Video stellen und damit würde ich sagen, legen wir los mit dem heutigen Video. Um herauszufinden, welcher von den beiden jetzt eigentlich tatsächlich der stärkere ist, werde ich hier eine kleine Theorie aufstellen. Denn das Problem mit Starkiller ist halt leider, dass wir nicht so wirklich 1000%ig wissen, wie stark jetzt eigentlich seine Version in Force Unleashed 1 compared zu der in 2 ist. Allerdings werde ich hier wie gesagt jetzt eine kleine Theorie aufstellen. Diese Theorie basiert darauf, dass wir ja diese Sith-Akrolyten und auch Lichtschwertkämpfer in Star Wars The Force Unleashed 2 antreffen. Diese scheinen allerdings nicht normale Gegner zu sein, sondern scheinen sehr stark in ihrem speziellen Gebiet Lichtschwertkampf oder der Macht zu sein. Das erste Mal treffen wir diese Gegner auf Cardonemoria. Und später, dann in weiteren Missionen, treffen wir dann noch auf die Schwertkämpfer. Und in einer der letzten Missionen bekämpfen wir dann diese auch beide gleichzeitig. Allerdings kämpfen wir dann auch noch später tatsächlich gegen Klone von Starkiller. Und Vader hatte ja auch gesagt, dass der Klonungsprozess ja funktioniert, allerdings noch nicht so ausgereift ist. Und scheinbar haben ja die Klone auch dieselben Fähigkeiten, jeweils aufgeteilt wie diese Kämpfer. Bedeutet, hier ist meine Theorie. Diese Kämpfer sind Starkiller, beziehungsweise ein Klon von Starkiller. Und diese sind jeweils vollkommen ausgebildet in entweder der Nutzung der Macht oder im Lichtschwertkampf. Was mich wiederum darauf bringt, dass ich sagen würde, dass diese Starkiller-Klone fast das komplette Potenzial von Starkiller, diese Klone ihr komplettes Potenzial im Bereich der Macht und im Lichtschwertkampf ausgefüllt haben. Was mich jetzt darauf zurückführt, dass jeder von den, zumindest vier von denen, jeweils zwei im Lichtschwertkampf und jeweils zwei in der Macht, ungefähr auf dem selben Level sein sollten, wie der Starkiller in The Force Unleashed 1. Allerdings sehen wir dann, dass der Starkiller in Force Unleashed 2 diese ohne Probleme besiegt. Als ein Casual-Feat besiegt er mehr praktisch sich selber immer und immer wieder, ohne ins Schwitzen zu kommen, nicht mal im Ansatz. Deswegen ich sagen würde, dass der Starkiller aus The Force Unleashed 2 stärker ist. Klar, sie teilen sehr viele interessante Feeds miteinander, wie zum Beispiel, dass sie beide AT-STs mit der Macht zerquetschen können, dass sie beide eine heftige Szene mit einem Sternzerstörer hatten oder auch, dass sie beide gegen Vader gekämpft und gewonnen haben. Allerdings zeigt dieser Feed in Anführungsstrichen für mich, dass der Starkiller in Force Unleashed 2 den in 1 um Welten übertroffen hat und nicht nur doppelt, nicht nur vierfach so stark sein müsste, sondern mindestens um ein Zehnfaches. Und deswegen hatte ich auch diese Meinung in meinem Starkiller vs. Luke Video. Für jeden, der das Video noch nicht gesehen hat, kann es gerne abchecken. Es war ein eher kürzeres Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und damit würde ich sagen, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Haltet euer Gleichgewicht im Leben. Euer Balance Gamer. Und damit lasst das Outro
abrollen. Hey, vielen Dank, dass du dir dieses Video bis hierhin angesehen hast. Falls es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Like da, um dieses Video hier zu unterstützen. Und falls dir dieser gesamte Kanal, falls du schon mehrere Videos hier gesehen hast, bis jetzt gefallen hat, dann lass doch auch gerne ein Abo da. Das würde mich sehr stark unterstützen und ich könnte dann auch in fernerer Zukunft dann auch vielleicht mehr Videos für dich und deine Freunde oder wer auch immer noch meine Videoshop produzieren. Und ansonsten werde ich dir ja noch einmal kurz links von dir aus ein weiteres Video verlinken, was du dir angucken könntest. Und rechts von dir eine Playlist zu der Videokategorie, die ich hier gemacht habe. Und in der Mitte kannst du meinen Kanal auch gleich abonnieren. Ich danke dir nochmal herzlich fürs Zuschauen. Hab noch einen wunderschönen Tag hier auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Halte dein Gleichgewicht im Leben. Dein Balance Gamer.